Geöffnet durch den Hebel auf der... Was Sie tun können? Sie enttäuschen mich, Martin. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Wer ist denn das? Die Blindschleiche, jetzt zielen Sie doch mal. Pendleton. Schnauze. Lauf. Schnauze. Warum machen die denn so wenig Damage, die Bolzen? Aber ich vielleicht umkomme. Nimm das! Jetzt hab ich dich! Da bist du ja! Aus der Stirn! Alter, wie viel ich davon brauche! Pistolenkugeln. Was hab ich denn da? Da, du hast mich. Ich bin eh gleich tot. Okay, sag ich doch. Ja, sag ich doch. Gott! Du hast jemanden zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Das kann gut sein. Oh, Mist. Schnauze. Hier waren irgendwo Bolzen. Okay. Das ist tatsächlich ein Artefakt. Bin ja begeistert. Ja, du findest mich schon noch. Das ist out of order. Okay. Ist das alles, was Sie tun können? Sie enttäuschen mich, Martin. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Will ich zu Pendleton? Blindschleiche, jetzt zielen Sie doch mal. Okay. Ich muss hier weg. Ich werde dein Versteck finden. Ja, find du mal mein Versteck. Da konnte ich hoch. Schnauze. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Aber Sie sind zu spät. Ich sterbe bereits ohne Ihre Hilfe. Okay. Ein Streifschuss. Woher auch immer. Was hätte ich Ihnen noch anbieten können? Geld? Ich bin pleite. Ja, und warum das? Jeder weiß von Ihrer Affäre mit der Kaiserin. Sie mögen Edelfrauen? Sie sollten meine Cousine Celia treffen. Gay. Da konnte ich jetzt nichts machen.
Martin ist da hinten. Martin ist da hinten. Wie kommen wir nach da hinten? Wir sind ungesehen. Kommen wir so weit? Nee. Oder? Nee, natürlich nicht. Einfach noch mal deine Schwester? Nicht jetzt, bitte. Die Mauer. Okay. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Kein Zweifel. Nicht doof. Oh Gott. Ich wollte das hier gucken. So, Martin. Affe. Was haben wir hier? Auszug Insel King Sparrow. Okay, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Naja, Martin. Sollen wir den eliminieren? So, erstmal hier oben raus. Na komm raus. Danke. Und ich werde dich jetzt ertrinken lassen. Naja, da unten sind Sachen. Okay, ich weiß nicht, ob es intelligent war, die jetzt dahin zu tun, die Leiche, aber... So. Meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. In der Tat, das glaube ich. Whisky und Zigarre. Mhm. Weißt du, die ganze Welt geht an der Seuche zugrunde. Und die treffen sich auf Whisky und Zigarren. Finde das irgendwie ein bisschen hart. So. Gibt es hier auch andere Wege, die ich benutzen könnte? Nee. Da gibt es für mich keinen Weg rein. Ja, komm, ganz normal auf die Plattform bitte. Daneben. So. Komm ich da nicht hoch? Nee. Und da komme ich auch nicht hoch. Was denn? Komm ich da rein? Ja, komm ich. Okay. Rüber komme ich nicht. Ich will da nicht so offensichtlich reinrennen. Ist mir nämlich eigentlich ein bisschen zu gefährlich. Ja, das gefällt mir doch schon besser. Hab ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin geschnappt hätte? Nicht jetzt, bitte. Ich
Muss hier an dem Seil vorbei, danke. Und einmal. Und einmal. Oh Gott, da wäre ich was runtergefallen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Perfekt. Niemand sieht mich. Alles ist perfekt. So, Moment, jetzt mache ich am besten mal. Auf zum Leuchtturm. Was H? Was H? Der Anführer der Verschwörung der Kaisertreuen haben sich in einem monumentalen Leuchtturm verschanzt. Die Anführer. Oh, nicht der Anführer. Egal, das hatten wir alle schon. Letztes Militärprojekt ist Lotte, gerne weiter. Rette Emily. Oh Gott. Komme ich auch innen drin irgendwie hoch? Irgendwie versteckt oder so? Komme ich hier auf den Fahrstuhl? Ja. Komme ich von hier aus weiter? Ach, ich hätte so auch in den Fahrstuhl rein können. Ich würde mich nämlich jetzt gerne ein wenig bedeckter halten. Weil ich gerne meine Ressourcen aufsparen würde. Wenn das ginge. Und wo komme ich da jetzt weiter? Da komme ich weiter. Ich sehe halt wieder so viel. Das sind so gar nichts. Okay. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ist da unten irgendwer? 23 Meter nach unten. Da oben ist der Leuchtturm. Nix, 23 Meter nach unten. Das Blut. Da ist auch Blut. Da Fuck. Und beweg dich endlich, Kind. Okay, Informationen. Money. All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten sie uns jemals vergeben? Okay. Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht. Wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Ja. Das wird kompliziert. Wusste doch, dass jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Ja. Niemand darf es erfahren. Könnten Nein. wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich Oh nicht Gott. Los. Emily! Emily! Dummes Girl. Lass mich gehen! Bleiben Sie, wo Sie sind, Corvo, oder ich springe. Corvo? Oh fuck. Rotten ihre Chance.
Ja. Komm hoch. Meine Kleine. Hä? Ich hab immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Kein Bro. Kein Ding, Bro. Sis. Entschuldigung. Ja. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Ich werde die Kaiserin sein. Ich glaube, wir haben leicht schlechten Einfluss auf Emily. Weil wir alle umgebracht haben. Oh shit. Das Ende? Echt jetzt? Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt? Wahrscheinlich. Getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Was? Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist. Okay. Geil. Oh, diese Mucke. Okay, da ist ein Schiff am Untergehen. Nein, Martin, nein! Wobei. Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Nice. Bin tot. Aber immerhin wurde ich da oben begraben. Alter. So geil. Die Mucke ist Hammer. Published by Bethesda Softwerk. Ja, Leute. Das war Dishonored. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich hoffe, euch hat auch das Projekt gefallen, wie ich das gespielt habe. Es gibt ja viele, die anders spielen oder so. Deswegen empfehle ich euch, andere Let's Plays dazu zu schauen. Bei anderen Leuten. Mir fällt nur gerade keiner ein. Aber mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich fand's hammergeil. Und ja. Also, mir hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch auch. Das Spiel selber ist wahnsinnig gut. Also an manchen Stellen übelst schwer. Wo ich teilweise gedacht habe, das wäre ja... Ja, nicht schaffbar, aber nice. Dishonored hat mir gefallen. Also muss ich ehrlich zugeben, Dishonored war ein saugeiles Spiel. Und das ist. Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen, die ich sage später. Nee, es gab ja auch andere Möglichkeiten. Aber naja. Was will man machen? Die Musik ist Hammer. Geil. Ja. Wie gesagt. Dishonored ist jetzt vorbei. Dishonored 2, weiß ich nicht, ob es überhaupt kommt. Wenn es kommt, werde ich es jetzt playen. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt, was wahrscheinlich Assassin's Creed wird. Wenn ihr darauf Interesse habt, würde ich Assassin's Creed 2 hier nachmachen. Weil Assassin's Creed 1 habe ich vor 4 Jahren mal Let's Played. Und das wird langsam Zeit, dass ich mal die zweite mache. Jetzt kommt ja demnächst Unity raus. Das würde ich auch gerne Let's Playen, das habe ich mir vorbestellt und alles, aber mal gucken. Und ansonsten schaut mal bei den anderen Projekten bei mir vorbei. Vielleicht habt ihr da auch noch irgendwas, was euch interessiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.